reden möchte als Vorsitzender Jusos Dresden. Ich finde es mega cool, wie viele Leute hier, also wie viele ihr seid, dass so viele junge Leute Bock haben, hier auf die Straße zu gehen, ihre Meinung rauszutragen zum Landtag, zu den Abgeordneten. Ich finde es schön, dass ihr alle keinen Bock habt, nur vom Fernseher und vom Handy zu meckern, sondern auf die Straße rausgehen. Ich habe heute schon, da könnt ihr euch gerne nochmal selber applaudieren, weil es ist einfach geil. Ich habe so ein bisschen mein Lieblingsplakat entdeckt. Wer mein T-Shirt vorne sehen kann, ist ein Pinguin drauf. Und der Pinguin, der sagt, ich habe Angst, trifft mich ehrlich gesagt im Herzen, weil es kann echt nicht sein, dass Tierarten sterben, dass Naturkatastrophen Menschen leben und Häuser und die Natur zerstören. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr alle auf die Straße geht. Es ist natürlich auch wichtig, dass jede Person selber was macht. Ich finde es cool, wenn ihr statt mit dem Auto zu fahren, mit dem Fahrrad fahrt. Ich finde es cool, wenn ihr versucht, ohne Plastik einzukaufen. Und ich finde es auch cool, wenn ihr die Massentierhaltung nicht unterstützt. Aber im Endeffekt darfst du nicht auf unseren Schultern lasten, was mit diesem Planeten passiert. Das ist doch nicht allein unsere Verantwortung, sondern es ist die Verantwortung, wir brauchen da politische Lösungen. Es muss dafür gesorgt werden, dass Dresden eben keine autofreundliche Stadt mehr ist, dass Massentierhaltung eingedämmt wird. Es muss der Kohleausstieg 2038, und da muss ich auch meine eigene Partei ein bisschen zur Vernunft bringen, der reicht nicht, das ist viel zu spät, das muss eher kommen, wir müssen alles dafür tun, dass es eher passiert. Ich hoffe, dass ihr alle auch weiterhin auf die Straße geht, laut seid, mutig seid. Ich finde es super, dass ihr das macht. Und alle, die versuchen, euch irgendwie zu verpetzen oder die euch unterhalten, die euch da, keine Ahnung, das verbieten wollen, ganz ehrlich, die sollen ihre Kraft bitte dahin stecken, dass sich politisch was ändert. Und all diejenigen, die euch vielleicht sogar bedrohen, die sollten sich bitte schämen. Das ist einfach nur absolut cool, dass junge Menschen ihr Recht einfordern, dass junge Menschen für den Klimaschutz kämpfen. Kämpft weiter, ich kämpfe mit euch. Auf einen schönen Nachmittag. Hey, der Geschütze ist der Kuh.